Und meine Kollegin Annalena Kemp ist in München. Sie hat mit dem Chef der Freien Wähler und bayerischen Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger gesprochen. Herr Aiwanger, Sie sind ja selbst Landwirt und solidarisieren sich mit den Forderungen der Bauern. Was aber sagen Sie denn zu der Aktion gegenüber Robert Habeck und dass auch rechtsextreme Gruppen diese Plattform nutzen wollen, um sich auch selbst zu präsentieren? Also zunächst mal geht es darum, die berechtigten Existenzsorgen der Bauern zu Gehör zu bringen und zu demonstrieren, diesen Protest auf die Straße zu tragen. Anders hat man die Dinge ja nicht gehört seitens der Ampel. Und was jetzt bei Habeck passiert ist, weiß ich nicht. Ich war selber nicht dabei. Da gibt es widersprüchliche Aussagen. Die einen haben so rumgefilmt, die anderen haben Gewalt gesehen. Die Polizei hat zunächst mal gesagt, sie haben keine Gewalt gesehen. Also das soll erst vor Ort geklärt werden. Erst dann werde ich mich dazu äußern. Habe jetzt keinen Anlass, mich von Bauern zu distanzieren. Und am Ende stellt sich heraus, dass das gar nicht so gewesen ist, wie es vielleicht in den sozialen Medien dargestellt ist. Also erst aufklären, dann bewerten, nicht vorab ein Urteil fällen und nachher sagen, hoppla, ich habe ihm auch mitgequatscht. SPD-Chef Florian von Brunn kritisiert ja ganz stark die Freien Wähler und auch die CSU, dass sie sich mit den Landwirten solidarisiert und erfordert, dass die Proteste der Bauern genauso sanktioniert werden wie etwa die Proteste der letzten Generation. Was ist denn Ihre Meinung dazu? SPD Bayern, Fragezeichen, wer ist das? Also wenn sich die hier zu Wort melden und an den Bauern abarbeiten, dann muss man sagen, die haben den Schuss nicht gehört. Die SPD ist eine politische Randgruppe, die dieses Land trotzdem seitens der Bundesampel noch an die Wand fährt. Die sollen die Klappe halten, sollen sich mit den Bauern treffen, mit den Bauern reden, dann haben sie mal eine vernünftige politische Beratung. Und zugeschaltet aus Osnabrück ist meine Kollegin Greta Wagner. Greta, viele Menschen stehen heute im Stau. So ist das ja auch durchaus beabsichtigt seitens der Bauern. Wie reagieren denn die Menschen auf diese Proteste? Ja, also wir standen auch selber vorhin noch gut eine Stunde im Stau wegen der Bauernprotesten, sind dann konnten weiterfahren. Jetzt konnte ich mich gerade noch hier mit Menschen aus dem Stau unterhalten. Da haben sie mir gesagt, ja, einige stecken da schon seit 2 Stunden drin, haben wichtige Termine, die sie jetzt natürlich nicht wahrnehmen können und waren wirklich sichtlich genervt, weil sie natürlich auf dieser Seite eben stehen, dass sie in dem Stau stehen. Aber jetzt will ich darüber auch noch einmal mit Kurt Leiber sprechen. Er ist Landwirt heute, der diesen Stau quasi verursacht. Ich habe Ihnen das ja gerade erzählt mit den Menschen, die jetzt genervt sind. Was sagen Sie denn dazu? Was würden Sie diesen Menschen gerne mit auf den Weg geben? Ja, erstmal gibt es viele Punkte, über die man genervt sein kann. Wenn die Deutsche Bahn streikt, müssen die Menschen das auch ertragen. Wir haben momentan keine anderen Möglichkeiten, unser tiefstes Interesse zum Erhalt der Höfe anders noch durchzusetzen. Die Politik reagiert überhaupt nicht auf unsere Verlangen, auf unsere Forderungen. Überstürmt uns immer mehr mit Auflagen und immer mehr mit Gesetzen. Das ist viel schlimmer wie letztlich diese Dieselrückvergütung, die auf uns zukommt. Die Streichung der Dieselrückvergütung könnte ich durchaus verkraften, will ich ja gar nicht sagen. Was viel schlimmer ist, unsere Tochter macht jetzt eine Ausbildung, die ist in der Meisterausbildung, die weiß ja gar nicht, wie soll sie sich entwickeln, wo soll das hingehen? Und wenn einem die Luft abgeschnürt wird, wehrt man sich irgendwann. Und dass andere darunter leiden müssen, will ich nicht bezweifeln. Aber wir können es leider nicht ändern, weil wir keine andere Möglichkeit sehen. Herr Leiber, vielen Dank. Dann noch gute Fahrt heute bei Ihnen. Und wir schauen uns noch einmal unten an, was hier sonst noch so los ist. Denn die Bauern, die legen hier wirklich heute ganz Osnabrück lahm. Es sind um die 800 Menschen heute angemeldet gewesen, aber es sind jetzt schon weit mehr. Das konnten wir eben auch sehen. Und die stehen hier wirklich jetzt schon sehr, sehr lange im Stau. Wir können uns noch einmal hier die Schlange, auf die wir noch zugehen, anschauen. Die reicht noch wirklich sehr weit bis nach da hinten durch. Wir mussten auch unser Auto jetzt an den Rand stellen, weil hier eben wirklich kein Durchkommen ist. Das Ziel der Bauern heute hier rund um Osnabrück ist es, die Innenstadt hier lahmzulegen. Und das, muss man sagen, haben sie bis jetzt auch sehr gut geschafft. Greta Wagner, vielen Dank. Noch mehr News, die gibt es bei unserem Nachrichtensender Welt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken.